Mein Name ist Stefan Lukas und dieser Fall ist vielleicht mein persönlichster. Denn meine beste Freundin bekommt eine erschütternde Nachricht. Ich hab Krebs, Luki. Ich werde sterben. Ich habe erhebliche Zweifel an seiner Diagnose. Meine Berichte sagen da was ganz anderes. Aber wie kann es denn sein, dass sich Dr. Huber dann so vertan hat? Ich behaupte, dass jeder Patient, der von Huber eine falsche Diagnose erhalten hat, ein Motiv hätte. Sie verdächtigen mich? Die stehen da schon ewig und trinken Kaffee, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Als ob sie wüssten, dass wir sie observieren. Vielleicht ist er so stolz auf seine Bar, dass er gar nicht mehr rauskommen will. Der hat ja gerade eben erst gekauft. Natürlich auf ganz legalem Weg, wie bisher alle anderen seine Firmen. Ganz der saubere Geschäftsmann. Ja, nur, dass wir ihm bisher nichts nachweisen konnten. Beck ist halt schlau. Aber am Ende kriegen wir ihn. Na, dein Optimismus hätte ich gern, nur. Ich meine, seit 4 Jahren sind wir jetzt halt an ihm dran. Aber weder seine Kokain-Deals noch seinen Menschen- oder Waffenhandel konnten wir ihm bisher nachweisen. Ja, aber so nah dran wie jetzt war man noch nie. Ich weiß einfach, dass wir ihn diesmal kriegen. Ich weiß, dass er diesen Kokain-Deal um jeden Preis will. Oh. Ja? Ja? Hallo, Frau Konrad. Hier ist Ihr Arzt Dr. Huber. Sie waren schon wieder nicht bei Ihrem Termin. Ich muss Sie unbedingt sehen. Ich kann jetzt aber nicht. Kann ich mich später zurückmelden? Das geht gerade nicht. Frau Konrad, es ist wirklich wichtig. Oh, dann sagen Sie mir doch einfach, was los ist. Ich habe echt keine Zeit. Also gut. Es ist... Sie haben Krebs im Endstadium. Sie werden sterben. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. Mann, wieso muss das ausgerechnet jetzt dazwischen kommen? Passt mir gar nicht. Hallo? Das hier ist eine ernste Sache. Geht dir das jetzt bitte mal ins Hirn? Da ist doch dieser Beck scheißegal. Mann, es geht um dein Leben. Machst du dir echt Sorgen, hm? Ja, natürlich. Hallo, Frau Konrad. Hallo. Bitte, setzen Sie sich. Also, Dr. Huber, was Sie eben am Telefon gesagt haben, das muss doch wohl ein Irrtum sein. Leider nein. Ihr Bauchspeicheldrüsenkrebs ist sehr weit fortgeschritten. Sagen Sie mir einfach, ja, wie viel Zeit ich noch habe. So genau weiß ich das leider auch nicht. Aber ich schätze maximal 3 Monate. Ich hab mich topfit gefühlt. Ich hab noch nie irgendwas gehabt. Immer ein bisschen schlecht, ja, aber das war doch alles halb so wild. Können Sie mir das mal erklären? Das ist in der Tat sehr seltsam. Aber die Tests sind leider eindeutig. Ich an Ihrer Stelle würde sofort mit der Chemotherapie und der Bestrahlung beginnen. Also gibt es Hoffnung? Leider nein. Wir können Ihr Leben vielleicht um ein paar Wochen verlängern. Auch wenn Sie mit den Nebenwirkungen leben müssen, die sicherlich sehr unangenehm sind. Also Quantität statt Qualität. So kann man es auch sagen. Aber da gibt es etwas, worüber ich noch mit Ihnen sprechen möchte. Ich arbeite mit einer Pharmafirma zusammen und die entwickeln gerade ein neues Medikament. Was sind wir eins? Doripolin. Das Medikament befindet sich in der Entwicklungsphase, aber erste Tests sind recht positiv verlaufen. Ich kann Ihnen aber leider nichts versprechen. Ich weiß auch nicht, ob es Ihnen Heilung bringt oder ob Sie nur mit den Nebenwirkungen leben müssen, ohne dass es einen Effekt hat. Aber es gibt eine Chance auf Heilung. Dazu kann ich leider nichts sagen. Und da ist noch ein Haken an der ganzen Geschichte. Das Medikament ist sehr teuer und die Kassen übernehmen die Kosten nicht. Schön. Kann ich ein Vermögen dafür auf den Tisch legen? Dass ich mir die Seele aus dem Leib kotze, ja? Mich scheiß elend fühle und noch nicht mal weiß, ob es mich heilt? Nee. Können wir knicken. Sag mal, spinnst du jetzt völlig? Du wirst sterben, da musst du... Das hab ich verstanden! Ja? Aber dann will ich lieber die 3 Monate, die mir noch bleiben, sinnvoll nutzen, anstatt dass ich da hinsieche. Ich muss noch was erledigen.
hast du denn jetzt noch zu erledigen? Ich muss Beck zur Strecke bringen. Beck. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head. Was ist die neueste Errungenschaft von Beck? Das heißt, wenn wir ihn bei dem Kokain-Deal nicht kriegen, dann können wir ihm zumindest vielleicht nachweisen, dass er illegale Bordelle betreibt. Kannst du mal... Konzentrier dich mal, was machst du? Katrin spinnt wieder rum. Deine blöde Ex-Frau? Stresst die wieder, oder was? Natürlich. Ich meine, ihr reicht ja wohl nicht, dass sie mich nach der Scheidung fast in Ruin getrieben hat. Mehr als nur einmal. Ich habe von ihrer Krebserkrankung erfahren. Bitte bringen Sie alle Ihre medizinischen Unterlagen unserem Amtsarzt. Der wird dann über die endgültige Dienstunfähigkeit entscheiden müssen. Was heißt denn hier endgültig? Sie sind vorerst vom Dienst freigestellt. Mit sofortiger Wirkung. Ich kann unmöglich riskieren, dass Sie bei einem Ihrer nächsten Einsätze einen Zusammenbruch erleiden und somit sich oder andere gefährden. Siehst doch ganz genau auf den Fotos. Fass es nicht! Du hast mich verraten! Sabine, bitte! Du bist so stur! Es geht doch um dein Leben! Du kannst doch nicht einfach so weitermachen! Entscheidest du jetzt über mein Leben, oder was? Ich glaube, es hackt! Sabine, bitte! Ich wollte doch nur, dass du dich behandeln lässt. Ich meine, vielleicht gibt's ja doch noch irgendwie eine kleine Chance. Nein! Doch, es gibt keine Chance! Und ich möchte nicht 3 Monate dahin siechen. Da habe ich lieber noch 3 Monate eine gute Zeit. Verstehst du? Jetzt beruhigen Sie sich bitte. Einen Scheiß werde ich. Das Einzige, was ich machen werde, ist, diese Drecksau-Beck-Ding festzumachen. Ganz bestimmt nicht. Ich sagte doch, Sie sind freigestellt. Diese endlosen Ermittlungen sind doch sowieso nichts als ein einziges großes Ärgernis. Sie sind mittlerweile seit fast 4 Jahren rund um die Uhr in diesem Fall. Leider ohne Ergebnis. Und was soll das jetzt bitte heißen? Sie dann ermitteln alleine weiter. Sollten mir allerdings innerhalb der nächsten 3 Wochen keine belastbaren Ergebnisse vorliegen, dann war's das. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Beck ist einer der schlimmsten Schwerverbrecher, der mir jemals untergekommen ist. Sagen Sie, aber ist Ihnen irgendwann mal in den Sinn gekommen, dass Sie sich irren könnten? Dass 4 Jahre ohne Fahndungserfolg eventuell auch bedeuten könnten, dass es gar nichts zu ermitteln gibt? Wie gesagt, 3 Wochen. Diese blöde Kuh! Ständig wirft die uns Knüppel zwischen die Beine. Als ob sie wollte, dass wir scheitern. Das ist unfassbar. Was sollen wir machen? Kannst du mich mal gerade allein lassen, bitte? Natürlich. Hallo Bienchen, lang nichts mehr gehört. Wie geht's dir meiner besten Freundin, die sich viel zu selten bei mir meldet? Ich hab Krebs, Luki. Sie wird sterben. Scheiße. Ich verstehe das nicht. Endstadium. Kannst du nichts mehr machen. Kann ich irgendwie... Also pass auf, du kannst mir vielleicht wirklich helfen. Aber man muss an deine Grenzen gehen, als Anwalt. Und vielleicht darüber hinaus. Was mache ich, du? Ich kann nicht dich sehen. Ich sag alle Termine ab, kann ich dich einfach nur sehen. Und dann kannst du mir auch sagen, wie ich dir helfen soll. Okay. Sollen wir sagen, so in der Stunde? An unserer Lieblingsecke in der Liebigstraße? Ja. Ich werde da sein. Das tut mir so leid. Ich verstehe das nicht. Wie kann der Arzt an sowas sagen? Das kann nicht sein, dass er sich irrt. Nee. Das ist ein anerkannter Spezialist. Der ist sich ganz sicher. Sag, man kann nichts mehr machen. Nein. Aber es ist jetzt auch nicht so wichtig. Was soll denn wichtiger sein? Ingolf Beck, den will ich unbedingt zur Strecke bringen. Und braucht aber deine Hilfe.
als Anwalt und als mein Partner bei den Ermittlungen. Peter ist dein Partner. Ich bin vom Dienst freigestellt. Aber ich will mir Beck trotzdem vorknüpfen. Als privat ermitteln. Und ich soll dir helfen. Bitte. Bitte versprich mir, dass du mir hilfst. Das ist vielleicht mein letzter Wunsch. Ich werde dir helfen. Was soll ich tun? Erstmal musst du bitte dafür sorgen, dass ich wieder Dienst schieben kann. Ich bin zwar krank, aber ich bin voll leistungsfähig. Wie stellst du dir das vor? Ich meine, wenn ein Amtsarzt erstmal gesagt hat, dass du dienstunfähig bist, dann ist das ganz schwer, das umzukehren. Mensch, Bienchen, warum willst du das überhaupt? Das kann doch nicht so wichtig sein. Ich will einfach normal weitermachen, okay? Was soll ich denn sonst machen? Soll ich mir einfach hinlegen, auf den Tod warten? Wenn ich meinen Job machen kann, dann hilf mir das, mit dieser Scheiße klarzukommen. Ich begreife es einfach nicht. Sabine ist meine beste Freundin. Ich habe genau verstanden, was sie gesagt hat, aber ich krieg's irgendwie nicht auf die Reihe. Ich muss sie davon überzeugen, noch mal zu einem anderen Arzt zu gehen. Nochmal eine zweite Meinung einzuholen. Und wenn dann dieser Arzt zum selben Schluss kommt, dann muss sie trotzdem kämpfen. Ich werde ja für sie da sein. Natürlich werde ich ihren Wunsch erfüllen. Ich werde alles tun, um mit ihr gemeinsam Beck dingfest zu machen. Aber vorher spreche ich noch mit ihrer Vorgesetzten. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass sie weiter in ihrem Dienst bleiben kann. Wenigstens vorerst. Aber mir ist auch klar, das wird nicht leicht. Sind das die neuen Überwachungsprotokolle von Beck? Darf ich mal? Du weißt doch genau, dass ich das nicht darf. Du bist vom Dienst freigestellt. Ja, wer weiß, wie lange noch. Stefan redet nämlich gerade mit der Brosch. Weißt du, hast dir Stefan als Anwalt engagiert? Du bist ja total besessen von diesem Beck, trotz deiner Krankheit. Warum? Ich habe 4 Jahre zugeguckt, wie Beck durch seine illegalen Machenschaften immer reicher geworden ist. Ich bin Polizistin geworden, weil ich genau solchen Arschlöchern das Handwerk legen will. Und wenn mir das gelingt, dann weiß ich, dass ich die Welt ein bisschen besser gemacht habe. Bevor ich sie dann für immer verlasse. Bienchen. Hallo Peter. Hallo Stefan, grüß dich. Ich lasse euch 2 mal allein. Du willst bestimmt mit deiner Mandantin unter 4 Augen sprechen. Dank dir. Ich habe schlechte Nachrichten. Ich darf nicht zurück in den Dienst. Nein, die Morsch macht bei dir keine Ausnahme. Sie belässt sich voll auf diese erste Einschätzung vom Amtsarzt. Sie will keine weiteren Meinungen dazu hören. Das heißt, für sie bist du dienstunfähig. Aber ich habe einen Teilerfolg erzielen können. Da bin ich jetzt mal gespannt. Naja, also der Amtsarzt ist nicht bereit, ist noch mal die ganze Diagnostik durchzuführen. Aber er hat mir gesagt, er würde noch mal einzelne Leistungstests mit ihr machen und dich noch mal grundlegend untersuchen. Und guck mal, vielleicht kommt dann ja irgendwas raus, was wenigstens ausreicht, damit du im Innendienst noch ein bisschen arbeiten kannst. Ja. Ach, das ist doch Zeitverschwendung. Sei nicht so negativ, Bienchen, das passt nicht zu dir. Ich meine, wenn du schon nicht bereit bist, zum zweiten Arzt zu gehen, um dir eine weitere Meinung mal anzuhören, dann hör doch bitte wenigstens auf den Amtsarzt. Komm. Ich weiß nicht. Aber ich weiß es. Du gehst zum Arzt und ich werde die Becksache mir ein bisschen mal jetzt reinziehen. Einverstanden? Und danach überlegen wir zwei, was wir tun, okay? Okay. Ich will über jeden noch so kleinen Schritt von der Sabine Konrad sofort und zwar unverzüglich informiert werden. Ist das klar? Ja, gut, machen Sie das. Wissen Sie, die Konrad ist die Einzige, die mir jetzt noch gefährlich werden kann. Ja, alles klar. Ja, gut. Na, gibt's Ärger? Bei mir doch nicht. Und du steh hier nicht so faul rum, beweg mir lieber deinen Hintern und mach mir mal ein Bier auf, Pippi. Los. Klar, Chef. Wann können wir endlich diesen Kokain-Deal durchziehen? Bleib doch mal locker, ganz bald, glaub mir. Bleib doch mal locker? Weißt du was? Das sagst du schon seit Tagen. Wir mussten erstmal die lästigen Polizisten aus dem Verkehr ziehen. Aber dank dem lieben Dr. Huber mit seiner freundlichen, bösen Krebsdiagnose ist das Thema durch. Ja. Aber was machen wir, wenn sie auf die Wahrheit kommt? Dafür, mein Freund, gibt's einen Plan B. Plan B? Was für ein Plan B? Weißt du, du musst locker bleiben. Es gibt immer einen Plan. Cheers. Thank you.
Sie meinen, ich bin gar nicht krank? Das kann ich abschließend noch nicht sagen. Ich habe mir die Untersuchungsergebnisse vom Kollegen Huber noch mal genau angesehen. Und ich habe erhebliche Zweifel an seiner Diagnose. Meine Berichte sagen da was ganz anderes. Ja, aber Grund genug, jetzt doch noch mal die gesamte Diagnostik durchzuführen, damit wir Gewissheit haben. Ha? Vielleicht hat auch das Labor einen Fehler gemacht. Dr. Huber ist auf dem Gebiet eine absolute Koryphäe. Ich bin kein Krebsspezialist. Mir kam es die ganze Zeit komisch vor. Meine Freundin Sabine, die hatte bis vor 2 Wochen keinerlei Symptome. Und auf einmal soll sie Krebs im Endstadium haben. Na gut, wir machen noch mal das volle Programm. Aber ich möchte Ihnen jetzt keine falschen Hoffnungen machen. Mir ist schon klar, dass noch lange nicht gesagt ist, dass Sabine gesund ist. Aber allein, dass wir jetzt hoffen dürfen, das macht mich so glücklich, so dankbar. Letzte Nacht, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich habe mich die ganze Zeit mit der Beck-Akte abgelenkt. Und auch jetzt, während Sabine untersucht wird, werde ich mich der Sache Beck wieder annehmen. Mir ist da gestern Nacht was aufgefallen. Also dieser Beck scheint wirklich irgendeinen Instinkt zu haben, dass er immer weiß, wann er gerade überwacht wird. Aber genau deswegen würde ich gerne mal mit dem Kollegen von der Sabine sprechen, mit dem Peter. Denn vielleicht ist da ja auch einfach irgendwas faul. Das sind ja die besten Neuigkeiten seit Langem. Vielleicht wird Sabine leben. Ohne dich wäre das gar nicht passiert. Okay, du meinst, weil ich Sabine hingehängt habe bei der Bosch wegen ihrer Krankheit? Ich meine, Sabine liegt mir echt am Herzen, ja? Ich habe das eigentlich nur für sie getan. Ich wollte einfach nicht, dass sie die letzten Tage damit verbringt, diesen Beck hinterher zu jagen. Apropos, gibt's denn da was Neues? Seit wann interessierst du dich denn dafür? Ach, Sabine hat so viel davon erzählt. Moment mal, Sabine will privat weiterermitteln? Hat sie dich deswegen mit ins Boot geholt? Frau Brosch, was soll das mit dem Überwachungseinsatz gegen Beck? Was soll damit sein? Ach, jetzt tun Sie doch nicht so. Sie haben den Einsatz nicht genehmigt. Ja, dann ermäßigen Sie Ihren Ton, bitte. Haben Sie eigentlich eine Vorstellung davon, was Ihre kleine Unternehmung Beck uns in den vergangenen Jahren gekostet hat? Ich trage schließlich die Verantwortung für das Budget. Budget? Ihr Budget ist mir eigentlich scheißegal, ja? Sie haben gesagt, 3 Wochen haben wir Zeit, Beweise zu liefern gegen Beck. Wie soll ich das denn machen, wenn Sie mir ständig in die Arbeit pfuschen? Das ist Ihr Problem, Herr Danner. Nicht meins. Schönen Tag noch. So viel Sympathie in einer einzigen Person, ha? Naja, sieht nach Problemen aus. Problemen? Die Frau ist das Problem. Die hat überhaupt kein Verständnis für unsere Arbeit. Ständig versteckt sie sich hinter ihrem Budget oder irgendwelchen Vorschriften. Du, Peter, die Notizen, die mir Sabine mal gezeigt hat, der Sache Beck, mir ist da was aufgefallen. Man hat ja fast den Eindruck, als ob Beck immer genau wusste, wann er überwacht wird, findest du nicht? Meinst du, er hat einen Informanten? Das könnte doch sein. Oh Gott, wie lange dauert das denn noch? Diese Warterei macht mich wahnsinnig. Wieso dauert das denn so lange? Komm, lass uns einfach an irgendwas anderes denken. Glaubst du also wirklich, dass jemand Beck mit Informationen versorgt? Wer soll das denn sein? Die Brosch? Ich meine, die tut doch nun wirklich alles, um eure Ermittlungen zu verhindern, oder? Brosch? Das könnte tatsächlich sein. Ich meine, die ist doch richtig froh, dass du aus dem Dienst raus bist momentan. Findest du nicht? Ja, Beck auch. Da bin ich ja bei den Ermittlungen ziemlich auf die Füße getreten. Ja, der auch. Sag mal, was hältst du eigentlich davon, dass du ihn einfach mal besuchst? Also ganz inoffiziell. Ich meine, du bist doch ein freier Mensch. Meinst du, mal Farbe zu bekennen? Um zu zeigen, dass ich noch da bin? Um ihn mal zu überraschen. Vielleicht macht er dann sogar einen Fehler. Gar nicht so schlecht, Herr Anwalt. Bleib sitzen, Frau Konrad. Schlechte Nachrichten? Ganz im Gegenteil. Sie haben definitiv keinen Krebs. Sie sind kerngesund. Ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit, Bienchen. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Und deswegen sehe ich auch keinen Grund, warum Sie nicht sofort Ihren Dienst wieder antreten sollten. Aber wie kann es denn sein, dass sich Dr. Huber dann so vertan hat? Tja, das ist mir auch unbegreiflich. Er hätte das definitiv erkennen müssen. Ja, erkennen müssen ist gut gesagt. Vielleicht hat er es nicht erkennen sollen. Vielleicht wollte jemand, dass er es nicht erkennt. Beck? Ja. Aber was hat denn Beck mit Dr. Huber zu tun? Das weiß ich noch nicht. Aber ich denke, es ist höchste Zeit, dass ich dieser Koryphäe von Arzt mal einen Besuch abstatte. Ha?